Und zurück, schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir über das Thema Verführung und zwar die drei essentiellen Schritte, die drei essentiellen Dinge, die du machen musst, damit Verführung von Frauen funktioniert. Willkommen zurück. Heute geht es ums Thema Verführung, eines der Kernthemen, das die meisten Männer beschäftigt, wenn sie anfangen, sich mit dem Frauenthema auseinanderzusetzen. Darüber wollen wir heute reden und uns anschauen, was denn die drei wichtigsten Faktoren sind, um erfolgreich Frauen zu verführen. Denn wenn diese Sachen nicht gegeben sind, dann kannst du mir vertrauen, Verführung und gerade schnelle Verführung wird nicht funktionieren. Wenn du genau wissen willst, wie so eine Verführung auch als Date ablaufen kann, ich habe dir eine ganze Anleitung gemacht zu einem meiner häufigsten Dates, dem Kochdate. Erster Link in der Beschreibung, komplette Anleitung kannst du dir anschauen und du wirst auch dort die Dinge wiederfinden, die ich dir jetzt hier verrate. Der erste Punkt und auch einer der wichtigsten Sachen ist, wenn du schnelle Verführung an den Tag legen möchtest, Körperkontakt, dass du Körperkontakt aufbaust, relativ schnell und relativ, ich will nicht sagen aggressiv, aber schon fortschreitend. Also nicht im Sinne von, oh, jetzt berühre ich mal ihre Hand und berühre sie mal ein bisschen am Oberarm und beim nächsten Date berühre ich sie dann mal an der Hüfte, sondern nein, du fängst relativ früh mit dem Körperkontakt an, auch um die Frauen auszusortieren, die für schnelle Verführung nicht bereit sind und steigerst dann den Körperkontakt auch relativ schnell hin zum Kuss, hin zum Massieren, hin zum Sex. Wie gesagt, genaueres Kochdate-Anleitung, erster Link in der Beschreibung. Ganz wichtiger Punkt ist das mit den Berührungen. Das ist das, was die meisten Männer falsch machen. Das ist der Punkt, der die meisten Männer, gerade Anfänger, in so eine Situation bringt, dass sie irgendwie nie zum Zuge kommen. Du musst nicht unbedingt schnell viel Körperkraft aufbauen. Das ist nicht notwendig, aber du musst generell in der Lage sein, musst dich das trauen. Ich erinnere mich noch an mich selbst, als ich 16 war. Ich wollte unbedingt eine Frau küssen, da hatte ich noch keine Frau geküsst. Ich wusste aber einfach nicht, wie das funktioniert. Also ich konnte mir nicht vorstellen, wie das funktioniert mit den Lippen auf Lippen. Ich wusste einfach nicht, wie das funktioniert. Und ich hatte große Angst, das einfach auszuprobieren mit den Frauen. Und das hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert, bis ich mich das dann irgendwann getraut habe, diesen Schritt zu gehen. Und es hat mich unglaublich viel Zeit gekostet, weil ich halt nicht bereit war, diesen körperlichen Schritt zu gehen. Der körperliche Schritt ist ganz wichtig an der Stelle, dass du schnell Körperkontakt aufbaust, dass du auch schnell körperlicher wirst, gerade wenn es eine schnelle Verführung werden soll. Klingt natürlich schon im Namen so mit. Die zweite Sache, die mindestens genauso wichtig ist bei der Verführung, ist die Führung. Denn das steckt ja schon im Wort drin, Verführung. Wenn du das Ganze nicht führst, dann wird das nicht funktionieren. Also geh nicht davon aus, dass die Frau sich selbst verführt, dann wäre es ja auch keine Verführung mehr. Das passiert manchmal. Ja? Das wird Frauen geben, die sprichst du an oder lernst du kennen und die sorgen dafür, dass eben einer schlaft von sich aus. Aber das war dann ja auch keine wirkliche Verführung. Es kam ja nicht von deiner Seite aus. Du hast ja nicht verführt, sondern im Grunde wurdest du da eher verführt und hast wahrscheinlich die Frau führen lassen. Genau das Gleiche, was du an dieser Stelle tun musst. Das heißt, wenn du jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, du bist mit ihr im Club und willst sie mit nach Hause nehmen, dann nicht solche Sachen wie, ja, wenn du Lust hast, können wir vielleicht nochmal da hingehen und ja, gehen wir vielleicht noch mal was essen, sondern drück dich klar aus, führ das Ganze klar, sag sowas wie, hey, ich kenne da draußen ein cooles Restaurant, da können wir noch was essen gehen, schnapp dir einfach deine Jacke und dann treffen wir uns in 5 Minuten am Ausgang. Natürlich muss schon eine gewisse Vertrauensbasis da sein, bevor du so einen Move bringen kannst, aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht der allererste Satz war, den du mit dieser Frau gesprochen hast. Aber klare Führung, bring die Frau dorthin, wo du sie hinhaben willst, bring die Frau in die Situation, wo du sie auch verführen kannst. Das heißt, mach deine Dates nicht im Wald oder auf der Wiese oder im Kino, sondern mach sie halt wirklich bei dir, mach sie bei ihr oder sorg dafür, dass diese Dates auch dann zu dir oder zu ihr führen. Du musst das, hier ist wieder das Wort, führen. Ja? Trau dich einfach, das zu führen und geh einfach davon aus, das ist meine Perspektive. Wenn die Frau das nicht will, dann sagt sie das schon. Aber ich muss nicht ständig nachfragen. Ich frage nicht ständig nach, denn dieses Nachfragen, das heißt einfach nur so, oh Gott, ich möchte die Entscheidung nicht treffen. Bitte gib mir die Erlaubnis. Das hat mit Führung nichts zu tun. Führung bedeutet, du nimmst sie quasi an der Hand und nimmst sie mit auf ein Abenteuer, von dem sie selbst und vielleicht auch du nicht ganz genau weißt, wo es eigentlich lang geht. Aber das macht ja die Spannung an der Verführung aus. Das macht es ja so verführerisch, dass sie nicht weiß, was passiert, dass sie auch nichts entscheiden muss. Sie kann voll in ihrer Weiblichkeit, in ihrer Weiblichkeit
weiblichen Rolle sein, du kannst in deiner männlichen Rolle als Führer sein. Dieses Führen kannst du generell in deinem Alltag üben, lerne einfach generell dein Leben zu führen, lerne generell die Leute in deinem Leben ein bisschen zu führen in die Richtung, in die du sie vielleicht haben möchtest, organisiere Dinge in deinem Freundeskreis, all das hilft dir dabei, generell mit Führung ein besseres Gefühl zu bekommen und kann dich da deutlich voranbringen. Führung ist also der zweite wichtige Aspekt, wenn du schnelle Verführung machen willst. Und der dritte Aspekt ist, dass du dich von Ablehnung oder nicht passenden Frauen nicht zu sehr verunsichern darfst und auch nicht aus dem Konzept bringen lassen darfst. Wenn du jetzt schnelle Verführung anwenden willst, dann wird es Frauen geben, die einfach nicht damit kompatibel sind, die einfach da keinen Bock drauf haben. Und da kannst du machen, was du willst, da passiert da nichts. Es gibt solche No-Frauen, die sind einfach No und du kannst sie nicht verführen, weil, keine Ahnung, ihre Einstellung ist einfach zu tief verankert. Du hast nicht genug Macht, nicht genug Einfluss, um das zu verändern. Nehmen wir mal als Beispiel, eine Frau ist katholisch aufgewachsen, ihr ganzes Leben lang, ihre ganze Familie ist katholisch und sie hebt sich für den Mann, auf den sie heiratet. Mit dem schläft sie erst. Sondern jetzt kommst du daher und möchtest sie verführen. Erstmal hast du gar keinen Einfluss auf diese Frau, weil sie kennt dich ja gar nicht so wirklich. Das heißt, dein Einflussbereich ist schon mal sehr begrenzt. Der Einfluss, den zum Beispiel die Familie auf diese Frau hat, ist natürlich riesig, ist ja ihre Familie. Ja, und sie hat einfach, ich nenne es jetzt mal Konditionierung, sie hat einfach vielleicht 30, 25, wie auch immer, wie viele Jahre der Konditionierung drin, die ihr genau das beigebracht haben. Und es gibt keine Möglichkeit, du kehrst das nicht um. Da kann sie dich noch so toll finden, da kannst du noch der großartige Verführer sein, mit Worten arbeiten können, Stimmung erzeugen können, mit Emotionen arbeiten können, das gehört alles dazu, aber du wirst das nicht hinbekommen. Und deswegen beiß dir nicht die Zähne an solchen Frauen aus, sondern finde die Frauen, die schon generell erstmal bereit dafür sind. Natürlich, wenn jetzt eine Frau einfach direkt mit dir alles mitmacht, dann war es ja auch keine wirkliche Verführung, aber dann ist es ja zu dem Ziel gekommen, zu dem du kommen wolltest. Aber es gibt auch Frauen, die sind so, na, ich bin mir nicht ganz sicher, die sind auf der Kippe, sage ich mal. Und die kannst du verführen, aber diese kompletten Nein-Frauen mit komplett anderen Einstellungen und Weltansichten wirst du nicht verführen können, deswegen verschwende da nicht deine Zeit. Aber lass dich auch nicht verunsichern, weil die Nein gesagt haben, denn es passt einfach nur nicht zusammen. Es war keine persönliche Ablehnung. Wie soll eine Frau dich denn auch persönlich ablehnen, wenn sie dich eigentlich gar nicht kennt? Wenn sie dich seit 3 Jahren kennt und dir dann sagt, hey, du bist echt ein richtiger Penner, ich hasse dich und will mit dir nichts mehr zu tun haben, dann könnte man von einer persönlichen Ablehnung sprechen, aber nicht in diesen kurzen Zeiträumen, von denen wir hier sprechen. Das sind also die drei wichtigen Grundsteine. Grundstein Nummer 1, Körperkontakt, schneller Körperkontakt, intensiver Körperkontakt. Wie wirst du gut darin? Bau einfach Körperkontakt mit jedem Menschen auf. Ja, das hilft dir dabei, dass du eine Selbstverständlichkeit für Körperkontakt bekommst. Zweite Sache, Führung für das Ganze. Übergib nicht die Führung an die Frau. Nimm sie mit auf das Abenteuer. Nimm sie mit an die Hand. So funktioniert dann auch übrigens eine wunderbare Beziehung, wenn du sie mitnimmst in dein Leben, auf deine Reise, dein Abenteuer. Das gleiche Prinzip ist hier anwendbar. Und die dritte Sache ist, lass dich nicht zu sehr verunsichern von Frauen, die nicht zu dir passen, von Ablehnungen. Es gibt überhaupt keine Ablehnung in diesem Kontext. Klar fühlt sich das schlecht an und wenn sich das schlecht anfühlt, dann bleib gerne bei dem Gefühl. Geh nicht in den Kopf, mach nicht irgendwas Mentales draus, das war ja eh nur eine Schlampe, die war es eh nicht wert, die gefiel mir eh nicht, sondern bleib in deinem Körper, spür dieses Gefühl, dann ist es auch bald weg und alles ist soweit in Ordnung. So kannst auch du mithilfe dieser 3 Tipps, könnte man es nennen, Grundregeln sind es aber eher, zum Verführer werden und schnell Frauen verführen. Wenn du noch genauer wissen willst, wie das funktioniert, wenn du das von mir beigebracht bekommen möchtest, dann kannst du dich hier links für ein Coaching bei mir bewerben. Oben abonnierst du den Channel, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und rechts geht es zu einem Video, das an dieses Video anknüpft. Schau da also unbedingt vorbei, wenn du jetzt bis hierhin geschaut hast. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich freue mich darauf, dich dann wieder hier dabei zu haben. Bis dahin, ciao.